Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich den guten Maokai spielen. Ich habe euch das ja schon mal vorgestellt, wie das so funktionieren kann. Vom Tigern ausgehend, das heißt Offensiv, Thunderlord, Ignite und möglichst viel Schaden über die Saplinge. Wir gucken mal, ob wir das auch hinkriegen. Leider musste ich reconnecten und habe deswegen so ein bisschen was vom Anfang verpasst. Aber ist nicht so schlimm. Die Gegner wollten eh die Topseite invaden. Ich wünsche euch viel Spaß. So, der Grund, warum ich jetzt gerade nochmal sehr, sehr früh von dem Jungler weg bin, ist einfach hier rangehen. Dieser Busch ist der meinige. Und wenn hier irgendjemand da nah oder zu nah rangeht, dann bekommt er den Sapling-Schaden des Todes ab. Wenn die sich da unbedingt da oben halten wollen, dann gehen wir halt in diese Richtung und dann macht dieser Sapling hier die Arbeit. Das Schild von Lulu ist natürlich nervig da dagegen. Das ist schon klar. So, und Sapling wieder daran. Das ist meiner. Im Endeffekt. Und wir drücken die Lulu hier sehr weit weg. Dieser Minion, der hier gerade... Na wohl, hier ist keiner gestorben von den Gegnern. Aber man hat die Möglichkeit, eben durch diese Saplinge die Gegner so weit wegzudrücken. Die wollen halt nie davon getroffen werden, ist ganz klar. Und wenn sie dann doch mal in die Range gehen, ja, dann haben sie eben die Wahl. Bekommen sie Erfahrungspunkte unter Umständen, bekommen sie hier Gold oder nehmen sie den Schaden nicht in Kauf und bleiben lieber weg. Das sind immer so ein paar Sachen, die sie hier abwägen müssen. Deswegen ist halt der Maokai-Support auch so unfassbar ekelhaft. Da, wir gehen hier wieder vor. Auf die Kindred. Passt. Dann nochmal ein W von der Ash dazu. Die Lane läuft nicht ganz so, in Anführungsstrichen, optimal, wie sie beim Maokai-Support laufen müsste. So, Sapling wieder ganz unten an die Wand, damit er nicht von den Minions getriggert wird. Das ist eigentlich nur meine Damage-Zusatzversicherung, so gesehen. Ich sehe den Jungler auf der Topseite. Ich muss also gerade nicht wirklich warden gehen. Das wäre nur so ein Bonus, sage ich jetzt mal. Ich nehme das Q und läuft dann wieder ein Zeppling Richtung Turm. Die Lulu nimmt den Schaden. Lulu ist halt auch einer der Gott-Tier-Supporter aktuell in der Solo-Queue im Normal-Game. Nein, Ash, warum tust du das? Mein armer Sapling, jetzt muss ich einen neuen setzen. Ne, sie hat aber auch recht. Ah, der ist nicht drinnen. Das ist schade. So ein Sapling, der nicht drinnen ist, der macht halt kaum Schaden. Na, das könnte jetzt halt hier gerade der doppelte Schaden gewesen sein. Jetzt wieder hier unten. Und jetzt will ich auch warden gehen. Damit wir nicht überrascht werden. Sie hat ja auch recht, dass sie den hier triggert und in die Minions bringt, damit der Push noch ein klein bisschen stärker ist. Ansonsten wäre dieser Sapling total verschwendet gewesen. Unser Jungler setzt die Toplane gut unter Druck. Gefällt mir. Mitte gewinnt auch. Okay. Da seht ihr es. Die Kindred. Die läuft Kilometer weit weg, nur damit sie diese bisschen 80 Schaden nicht bekommt. Das ist natürlich dann godlike für uns. Den Gegner so unter Druck setzen zu können. Der wird jetzt halt hier in die Nahkampf-Minions laufen. Passiert. Kann ich nicht wirklich ändern. Ich setze wieder hier oben einen hin, um einfach einen Gank, falls einer kommt, zu countern. Wenn jetzt hier der Lee Sin der Gegner reinläuft zu diesem Sapling, dann bekommt der Instant über 200 Schaden und möchte dann eigentlich gar nicht mehr wirklich ganken. Da überlegt er sich das zweimal. Das ist so ein bisschen das Respekt-Ding. Na, ich mache so viel Schaden, dass der Jungler Respekt vor mir hat und sagt, ah, ich gank da lieber nicht, das ist zu riskant. Das ist so ein bisschen der Traum dahinter. Na, ihr wollt hier nicht kämpfen, vertraut mir. Ihr wollt hier nicht. Ein Wort noch hier runter, einen Trank genommen. Ich habe Greenfathers Gift dabei für noch mehr Schaden, aber ich kann es noch nicht so wirklich nutzen. Ah, ich kann hier gerade nur über einmal Q gehen, dann wieder weglaufen davon. Mehr geht hier gerade leider nicht, auch wenn ich jetzt... Das ist so ein bisschen das Problem aktuell, dass man auf der Botlane sehr, sehr viele Dash-ADCs hat. Lucian, Kindred, ich sehe gerade Kindred zum zweiten Mal. So, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Schade. Oder? Nein. Aber der Heal ist hier auf jeden Fall raus. Und der Flash. Heal musste sie nutzen, sie hätte das... Ja. Sie hätte das sonst nicht überlebt. Das war auf jeden Fall klar. Ich möchte jetzt eigentlich zurückgehen. Ich möchte jetzt meinen Frostfang kaufen. Oh, so. Da bist du also, Lee Sin.
Wir wollen hier weg. Du Ash, wir wollen hier weg. Ash. Okay. Na gut. Wir bleiben da. Den zweiten Sapling hier unten hin. Das Ganze nochmal abfangen. Und er will es gar nicht reaktivieren. Ich würde ihn nämlich sofort zu den Saplingen tragen. Das wäre natürlich dann fatal für ihn. Oh, Lulu. Why? Warum würdest du das tun wollen? Na gut. Ich werde hier noch einen weiteren setzen, relativ nah bei der Minion Wave. Einfach, dass die nicht ganz so krass gepusht wird, aber die triggert nicht. Schade. Hier. Ja, Lulu ist jetzt bisher das erste Matchup, wo ich wirklich sage, das ist unangenehm für mich als Maokai-Support. Ich habe jetzt schon viele Runden gespielt, viel rumgetestet. Sehr oft gegen den Rakan, was ja auch irgendwie... Naja, Rakan ist immer noch ein cooler Boy, muss man verstehen. Ist immer noch sehr witzig zu spielen. Und bekommt auch mit dem nächsten Patch noch einen Buff. Darauf mal kurz eingegangen, Maokai-Support bekommt eine Anpassung. Sagen wir es mal so. Es ist durchaus die Möglichkeit, ihn noch weiter auf Support zu spielen, nur wird seine E-Fähigkeit teurer und der Grundschaden geht runter. Dafür wird dann der prozentuale Schaden, der hier drauf ist, auf das Maximum festgelegt. Das heißt, man hat eigentlich... Na, 2%. Man hat einen leichten Nerf auf der E-Fähigkeit dann, insgesamt, was den Base-Schaden angeht. Ist aber, glaube ich, insgesamt dann zu verkraften. Ja, Maokai hat so enorme Schadensspitzen. Also da kommt kein anderer AP-Poke-Supporter ran, außer dann ein Brand, sagen wir mal, mit der kompletten Combo. Aber ich brauche halt nur ein oder zwei Saplinge und die machen dann schon den Schaden des Todes. Vorne hier nochmal einen hinsetzen. Ja, das ist nur eine kleine Absicherung hier. Lulu wird das sowieso nur rangehen wollen und das triggern und dann wieder weglaufen. Ich setze meinen Sapling hier hinten hin, dass der auf einen von den beiden läuft. Puff. Ich kriege nicht sonderlich viel Geld über meinen Tribut. Das muss man schon sagen. Das ist ein kleiner Nachteil. Aber den größten Nachteil eines Maokai-Supports konnte ich euch noch gar nicht zeigen. Interessanterweise. Und das ist halt eigentlich, dass der Squishy ist ohne Ende. Ja, sie triggert alle drei. Gut gemacht von ihr. So, den nächsten setze ich dann hier oben hin. Der könnte dann eher mal in die Leute laufen. Da gehe ich kurz komplett ran. Wir haben gesehen, keine Gefahr von dem Botschangel. Also das wussten wir von vorhin schon. Sie hat gerade nochmal Vision gemacht auf der River-Ebene. Also da konnte praktisch uns auch jetzt nichts bedrohen. Also ein bisschen hingehen, poken. Dann mit Maokai, ich habe nicht so wirklich das All-In gegen Lulu. Ich hätte es gerne, weil Maokai-Support über All-In wunderbar funktioniert. Aber ich habe es hier leider nicht. So, wir haben eigentlich unsere Ultis. Und ich nutze meine einfach mal komplett retarded. Ich hatte mir gerade eine Ulti von der Ash gehofft, die auf die Jinx geht, damit wir das Ganze kombon können. War ein gewastete Ulti jetzt von mir insgesamt. Und ich muss mich jetzt auch ein bisschen zurückhalten. Trotz allem wünsche ich mir hier ein klein bisschen mehr von der Ash. Ein kleines bisschen. Weil wir brauchen nicht wirklich viel, um hier wirklich effizient zu sein. Es ist nur ein kleines bisschen. Ja, ist getriggert. Macht auch den Schaden hier an ihr und allem anderen. Der Poke hier sitzt. Der Sapling, der fliegt. Der sitzt nicht. Ja, ich kann hier wenig machen. Ich bin auf die Ulti von Ash angewiesen. Die muss dann hundertprozentig treffen. Und wenn die einfach nicht kommt, oder jetzt braucht sie es sowieso, obwohl, die Sinn geht in die Mitte. Könnte ich ein klein bisschen mitgehen und diesen Busch hier mal kurz zappen. Nee. Lee Sin möchte runterkommen. Kriegt er gleich einen Zap. Link. Ne? Kommt nicht? Gut. Ich verstehe nicht so ganz. Wir machen gar nichts. Ich verstehe es nicht. Hilft mir. Was ist das hier? Nee, wir machen halt zu wenig. Wir haben echt guten Impact. Theoretischer Natur. Und wir machen nichts daraus. Lulu nimmt hier den Schaden. Da wäre wieder die Ulti instant. Instant die Ulti drauf von der Ash. Auf die Kindred. Die könnte nichts tun. Die bekommt zu viel CC von uns dann ab. Und gut ist.
Ich find's traurig. Ich find's so traurig. Ich würde euch doch gerne zeigen, wie cool das hier ist. Aber ich kann's halt nicht alleine machen. Nicht gegen einen Poke-AP wie... gegen einen... Ja. Wie ein Poke-Sustain eher wie die Lulu. Da kann man das dann halt nicht zeigen. Ich habe sogar meine Ulti wieder. Wenn ich meine Ulti wieder habe, hat Ash ihre Ulti zweimal wieder. Ein bisschen so das EU-Problem. Die Ash, die ihre Ulti nicht auf Cooldown benutzt. So gefühlt, ne? Oder sie möchte auch einfach nicht kämpfen. Was genauso wenig nachzuvollziehen ist, denn eine Kindred ist am Anfang schwach. Kindred ADC, wer hat das schon zuletzt gesehen? Kindred ADC ist in dem Punkt eben schwach, dass sie ihre Stacks nur sehr schwer zusammenbekommt, wenn sie auf der Lane ist. Ja. Nun gut. Ich hoffe, sie kämpft jetzt. Sie hat jetzt halt auch noch hier Seal. Die Kindred hatte halt nur Lifesteal und Schaden. Also rein vom Damage-Punkt aus waren wir weit ahead. Lifesteal funktioniert über ein bisschen längere Laning-Time besser, also dass Kindred sich wieder hochheilen kann. Hier auch gleich wieder die Ulti drauf. Aber es kommt nicht. Wir hatten gesehen, dass die Lulu in der Mitte war. Dementsprechend hätte man da gerade dran gehen können. Ich setze noch hier ein Ward hin, eigentlich nur der Sicherheit wegen. Ist jetzt gerade gar nicht so akut. Wir wissen hier Bescheid, wir wissen da Bescheid. Ja, das ist nur so ein kleiner Bonus. Ja, sie pokt schon mit Auto-Attacks. Ich pack mal hier noch einen Sapling hin. Das ist auch mutig von Lulu. Ich möchte da gar nicht rangehen. Ich möchte da eigentlich gerade nur einen Sapling wieder hinsetzen. Mehr will ich nicht. Sie nimmt ihn gleich wieder, bekommt weiterhin Schaden. Ich setze die Wave nach unten. Und wir deleten hier einfach nur. Ja, wir deleten hier einfach nur. Ich hatte, ich würde mal sagen, Glück eigentlich, dass dieser Kha'Zix sich umgedreht hat und erbarmt, mir zu helfen. Denn normalerweise ist der Jungler doch irgendwie so, ich fange den Drachen an, was du neben mir machst, drei Schritte weiter, ist mir egal. Also, ich habe es jetzt oft genug erlebt. Also, meine Meinung heute von Junglern ist nicht unbedingt die beste. Ist auch nicht die erste Runde, die ich spiele. Ich hatte da schon... Na, ihr wisst das ja. Die besonderen Exemplare. Das hier kann sie nicht gewinnen. Eigentlich, weil eine Kindred noch ihre Ulti haben müsste. Aber gut, auch das funktioniert. Ich akzeptiere diese Argumentationsweise fürs Erste. Wie man so schön sagt. Turm nehme ich mit. Wenn schon die Ash nicht das Gold möchte, dann nehme ich das. Weil ich ein egoistisches Arschloch bin und weil ich jetzt Roman möchte. Ich möchte in der Mitte diese Ahri unter Druck setzen. Warum nicht die Toplane? Ich gehe auch ganz gerne mal auf die Toplane. Aber das... Der Hauptentscheidungsgrund jetzt für die Mitte ist, dass wir hier eine AD-Mitte gegen eine AP-Mitte haben. Das heißt, die AP-Mitte, die Ahri hier, müsste im Normalfall eher auf Protobelt gehen, reines Leben, was wiederum auch gegen meine Saplinge nicht so viel hilft. Oder sie geht auf die Seekers Armguard, das heißt Sonyas im Endeffekt, und versucht so ihre Resistenzen gegen ihren Hauptdamage-Dealer, gegen den Chase, aufzubauen. Und das, entweder so oder so. Aber mein Sapling, der wird hier 227 Schaden machen. Das als Supporter. Kha'Zix ist mutig. Ich muss hin versuchen, ihm noch irgendwie zu helfen. Also, ich kann nicht über die Lane gehen, das ist klar. Aber ich kann schon mal hier jetzt eine kleine Falle aufbauen, würde ich mal vermuten. Ja, über kurz oder lang möchte irgendjemand hierher kommen. Ich glaube ganz fest daran. Die Lulu wollte dahin. Den Ward kann ich entfernen. Ich kann einen neuen Sapling nachsetzen. Das ist wieder so ein bisschen... Also man kann mit Maokai sehr häufig Gebiete abgrenzen. Klar. Ash ist von der Topseite da. Wir haben im Prinzip hier ein bisschen... Nee, sie geht hoch. Ah, nicht so gut. Ah, da übrigens Sapling. Macht Arbeit. Sapling macht Arbeit, Sapling macht gleich noch mehr Arbeit, hoffe ich. Nee, macht er nicht. Aber er möchte jetzt schon fast nicht mehr hier seine Raptoren machen, weil er ständig unter Druck ist und weil sein Team nicht so wirklich hilft.
Lulu ist zwar da, ja, aber ich habe keinen Respekt vor der Lulu, weil die halt einfach nur für den CC zuständig ist. Wenn ich mich in einer sicheren Entfernung halte, dann ist alles gut. Jetzt muss ich mich vor der Ahri in Acht nehmen. No? Jetzt ist der Moment gekommen, wo ich ein klein bisschen mich passiver verhalte. Ich hätte mir gewünscht, dass der Rumble gleich kommt. Der ist noch einen Schritt nach oben gegangen. Ich habe meine Quest jetzt schon fertig durch diese ganze Pokerei. Also schon. Ich bin halt eigentlich ziemlich behind, muss man sagen. Aber das Ganze funktioniert hier gerade auch komplett nur über Makro-Game. Wir sind immer irgendwo, machen irgendwelche Objectives. Haben jetzt halt nicht so die Sorge, dass wir kämpfen müssen. Von dem her ist es auch okay, einfach nur präsent zu sein. Wieder ein Zeppling runter. Ich habe halt dem Jungler auch enorm viel Zeit gekostet, einfach nur dadurch, dass ich die ganze Zeit da war. Das muss man auch bedenken. Es ist jetzt halt nicht so viel Impact, den man spürt, aber er ist definitiv da. Auch hier wieder einfach vor, die Leute laufen weg, lassen vielleicht diesen Cho'Gath ein bisschen alleine. Das war nicht gut. Instant wieder rausflashen. Ja, das ist nett. Wenn der Cho'Gath hier aus dem Bereich geht, dann nehmen wir den Kill natürlich dankend an. Da habe ich noch einen Sapling. Der könnte den Rumble auch ein bisschen... Nee, tut er nicht. Er rettet ihn überhaupt nicht. Ich gehe gleich wieder ran, setze den Sapling nach. Ja, das ist permanent, möchte ich hier die Gegner unter Druck setzen. Oder eher auch hierhin. Das ist auch eine Möglichkeit. Ah, da wird die Ahri getroffen. Die Kindred geht hier entlang. Hier, hier, hier. Also wird die da dann irgendwo sein. Da ist ein Control Ward und da ist sie auch. Wie erwartet. Zeppelin geht unten rein. Dadurch kann sie nicht mehr ganz so krass versuchen, da irgendwie ranzukommen. Nas. Glück. Glück eigentlich für mich. Ich trigger mal kurz hier den Krug, damit der auf mich geht. Da oben. Und jetzt sollten wir raus. Ich habe keinen Zeppling für dich. Jetzt habe ich wieder einen. Ash möchte unbedingt noch die Infinity haben. Na gut. Ja, den sollte sie auf jeden Fall nehmen. Also diesen, die Krug, die Krabbe. Denn die ist von Kindred markiert und dass die sie nicht bekommt, nehmen wir sie lieber. Das war übertrieben von der Ash. Wir hätten diesen Snare so oder so drauf bekommen. Hier kann ich jetzt gerade nicht wirklich ran. Das war ein bisschen greedy, aber Gott sei Dank hatten die ja auch schon keinen CC mehr. Nehmen wir hier noch das Leben mit, damit die sich nicht mehr hochhalten können. Und der Chase ist in der Mitte ein klein bisschen einfacher hat. Und hier rüber. Chase muss hier in der Mitte einfach nur noch clearen. Das wird viel Schaden für dich. Ah, ich werde da nicht mehr rauskommen. Bisschen zu offensiv gestanden. Habe ich den Drachen allerdings verhindert? Ich denke, ja. Na, wir haben Rumble auf der Topseite gehabt, Chase in der Mitte. Die wollten es jetzt nicht mehr riskieren, zum Drachen zu gehen. Auch wenn ich gestorben bin, war das für mich okay. Ein Drachen verhindern ist natürlich eine schöne Sache. Vor allem, wenn es hier ein Infernal Drake ist, den wir schon lange hätten haben müssen. Aber mir der Kersix ja das Leben gerettet hat. Eine Participation von 1, also von 4 zu 12 ist nicht gut. Aber durch Anwesenheit kann man halt auch viel machen. Das Problem, das ich so ein bisschen an meinem Itembild haben werde, ist, dass ich den gleichen fahre wie wahrscheinlich Rumble. Normalerweise Rumble. Und dementsprechend die Gegner auch ihre Resistenzen dagegen kaufen könnten. Bisher hat nur Cho'Gath hier ein bisschen Magieresistenz. Ist also super für mich. Denn ich durchdringe gerade 34. Die Lulu hat 59.
Ist die auf 25? Ist okay. Sapling hierhin. Es geht sehr viel über Zonen. Das finde ich so genial beim Maokai AP Support. Wenn man eine squishigere Botlane hat, also von den Gegnern her, dann kann man auch enorm viel Schaden machen. Schöp. Ich habe irgendwo mein Tribut getriggert. Maokai ist auch jetzt interessanterweise wieder ein Supporter, wo ich sage, ich spüre diese Supporter-Quest, die blaue Supporter-Quest. Ansonsten war es ja immer eher so, ja, nice to have, aber was will ich damit? Aber hier spüre ich es halt auch, wenn ich ein bisschen out of position komme durch irgendwas, dann kann man da wesentlich mehr damit machen. Das hier ist jetzt gerade eigentlich nur ein Zoning-Tool. Die Leute wegzonen vom Turm. Ein bisschen Respekt verschaffen. Die Ulti wirklich nur dazu nutzen, dass die Gegner weg wollen. Und es hat zu ein paar Teilen auch geklappt. Da jetzt den Root hier rüber. Ab dem Punkt sollten wir dann aber rausgehen. Ich weiß nicht, ob wir das überhaupt noch in irgendeiner Art und Weise schaffen. Na, das wird wahrscheinlich nicht gehen. Doch, danke, Joe. Und der muss jetzt halt hier auch erstmal noch geschützt werden. So, Rumble kommt topseitig rein. Kindred wird hier nirgendwo mehr chasen wollen. Hat also geklappt. Wir haben Ashe aufgegeben, haben einen Turm bekommen, haben abgesehen davon auch noch 2 Kills bekommen. Ist ein Trade, der ist geht, klar, den kann man eingehen. Und wenn der ADC stirbt, ist das ja nicht so schlimm. Ja, habe ich gesagt. Nee. Natürlich sollte er schon überleben, aber hier war es halt einfach nicht anders möglich. Und wenn dann praktisch nur einer stirbt, ist es durchaus verkraftbar. 650 Schaden übrigens am Tank der Gegner mit einer Fähigkeit. Man muss sagen, sie ist speziell anzuwenden. Also diese Saplinge, man muss sie ja in die Büsche setzen, damit sie den doppelten Schaden anrichten. Ansonsten wären es jetzt gerade 300 Schaden gewesen etwa an einem Tank-Support, an einem Tank mit ein bisschen Magieresistenz. Also es ist verkraftbar. Es ist vollkommen in Ordnung. Na, dieser Maokai-Support hat durch diesen prozentualen Schaden so eine hohe Variabilität gewonnen. Das ist einfach nur schön. Zauberhaft. Wirklich zauberhaft. Wir pushen die Mitte ein. Ihr seht, wie schön das Makro-Game hier eigentlich von der Hand geht. Na, wir haben die einzelnen Lanes reingepusht. Wir pushen die Tower links, rechts. Es sind nicht so viele Kills gefallen. Aber man versucht es halt einfach. So, danach gehe ich hier raus. Na, ich bin rausgeflasht, dass der Lee mich nicht noch in den Turm kickt, weil dann wäre ich gestorben. Aber hier kann ich auch einfach gleich knallhart rangehen. Übrigens 375 Schaden gerade an der Ahri. Die hat nicht so viel Magieresistenz. Habe ich irgendwo... Ja, ich habe Support. Nur ob das reicht, das ist die andere Frage. Los, Sapling, mach deinen Job. Ah, der kommt nicht ran. Der kommt nicht ran, aber ich muss raus. Der kommt nicht ran. Nein, 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 nein. Aber ich habe auch, ich bin nicht gestorben. Wir haben aber dafür ein Heal benutzt, gell? Ah, die kommt im Leben nicht raus eigentlich. Witzig. Aber Lulu mit gewissen Prozenten an Cooldown Reduction. Ich glaube nicht, dass das alles ist, was sie hat. Die müsste wahrscheinlich über Runen noch was haben. Ist halt schon in der Lage, über den Slow da rauszukommen. Wir haben eigentlich nur Cho'Gath bekommen bei dem ganzen Chase. Das war gar nicht so gut insgesamt gesehen. Aber was wir wieder machen können, ist den Jungle zu zappen und wieder Druck zu machen. Der Toplane-Turm ist schon so gut wie weg. Das haben wir schon erreicht. Da kann man dir jetzt wenig helfen. Aber man kann dir helfen. Es ist gerade nur so ein klein bisschen versuchen, ne, Respekt zu verschaffen. Die werden hier jetzt sowieso rangehen. Aber hier auch noch ein Ward. Auch wenn meine Saplinge hier gerade Sicht geben, das ist ja nicht für immer so. Und Lulu kann halt das super easy triggern und dann weglaufen. Das ist nervig. Ulti ab.
will ich aber hier nicht nutzen. Jetzt könnte ich sie noch nutzen. Und krieg nicht mal einen Assist dafür. Ich war da. Ich war da. Ich tank mal kurz den Turm. Also ich habe die Akku gerade über den Zeppelin genommen. Länger kann ich das aber jetzt hier auch nicht mehr tanken. War aber trotzdem in Ordnung. Wir haben viel Schaden noch am Turm gemacht. 50% des Turms sind weg. Top Lane ist durch. Der Turm ist weg. Ich werde jetzt hier auf die Minions warten. Dann auch nochmal. Ist ein sehr unspektakuläres Game. Finde ich ein bisschen schade, weil Maokai Support so viel Spaß machen kann. Aber heute ist dem wohl nicht so. Heute machen wir das Ganze einfach über Makro Game. Über Rotations, über Türme nehmen, über Objectives nehmen. Ist ja eigentlich das Ziel des Spiels. Ne? Eigentlich. Aber gut. Ich möchte jetzt halt schon noch hier den Inhib haben. Da geht man jetzt nicht auf die Kills. Sondern macht den Inhib. Mich würde interessieren, ob die Saplinge so ein bisschen in Vision-Kontrolle mit reingerechnet werden. Der neue Stat, der ja jetzt hier vorhanden ist. Naja. Da muss ich ein klein bisschen... Na, so kann ich wieder ran. Dann kann man den auch töten. Nice! Ein Dodge war nötig und einmal meine Passive triggern, damit ich hier nochmal lebend rauskomme. Item-Build-technisch... Okay. Item-Build-technisch würde ich jetzt halt noch weitergehen auf Morello Nomicon. Aber ich glaube, wir beenden das jetzt hier schon. Wir können hier weiteren Druck machen. Einmal die Ulti rein. Und dann geben die Gegner auf. Na gut, dann halt so. Es wurde aber auch alles sehr, sehr clean runtergespielt. Trotz allem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Probiert ihn selber mal aus. In der Infokarte findet ihr ein kleines Beispiel, warum, wieso, weshalb. Und ein kleines Video. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss, Gemüse.